Guten Morgen, liebe Leute. So, wir hatten ja ziemlich lange Pause jetzt mit den Vlogs. Und zwar hatte das einen Grund, nämlich wir brauchten mal kurz Ruhe für uns, beziehungsweise hatten wir die ja nicht. Wir hatten genug zu tun mit der Familie, mit der Rasselbande sozusagen. Ihr wisst ja, alle zu Hause, alles ein bisschen stressig. Und jetzt geht es ja nächsten Monat dann auch wieder los hier. Und ich werde jetzt langsam anfangen müssen, hier ein bisschen zu räumen. Ihr habt ja jetzt noch das Chaos im Kopf mit den ganzen Stühlen und dem ganzen Quatsch hier. Da sind ja auch meine 6 Stühle noch. Und drüben im Laden, wisst ihr ja, wie da aussah, sieht es so aus. Nanu, wo sind sie denn hin? Alle Stühle weg. Nanu, Platz, Raum. Ich kann mich entfalten. Das ist ja nicht wahr. Genau. Und naja, hier hinten ist alles reingestopft in den Gang. Das ist klar. Aber hier ist alles frei. Also mit anderen Worten, ich habe die Stühle alle wieder abgegeben, alle wieder verkauft, alle weg. Bis auf die, die ich haben wollte. Also mein Plan ist sozusagen aufgegangen. Ich habe meine Stühle für mich rausgezogen. Ja. Und das, mehr wollte ich ja auch nicht. Jetzt bin ich wieder hier und ab morgen, nicht heute, sondern ab morgen werde ich auch wieder anfangen, hier ein bisschen zu räumen, ein bisschen zu basteln, ein bisschen was zu fotografieren und online zu stellen. Naja, die neue Saison irgendwie so anrollen zu lassen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Erstmal habe ich hier eine Lampe von einem Kumpel, die hat er beliehen und wollte sie eigentlich Anfang diesen Monats, sprich Ende Januar, wollte er sie abholen und wieder auslösen. Das hat er nicht getan. Jetzt stört sie Marlies so akut, weil wir haben sie die ganze Zeit in der Wohnung gehabt, weil er gesagt hat, nein, der kommt sie auf alle Fälle abholen und der braucht nur ein bisschen Geld. Und es ärgert mich jetzt massiv, dass ich dann schon wieder gemacht habe, weil ich gesagt habe zu ihnen, ey, ich will das Ding nicht haben. Die ist hier nämlich angemalt und so und auch hier verbogen an der Stelle. Das gefällt mir überhaupt nicht, Alter. Na, und er hat sie nicht abgeholt. Was soll sein? Er hat sie natürlich nicht abgeholt. Aber in der Wohnung darf ich sie jetzt nicht mehr haben. Ich will sie auch ja nicht haben, sondern wie gesagt, die soll bitte wieder abgeholt, ausgelöst werden. Da muss ich mich nachher mal bei ihm melden, mich mit ihm in Verbindung setzen. Schade, ich hätte es korrekt gefunden. Er hat sich natürlich bei mir gemeldet, so wie es sich gehört, so wie man das halt so macht. Jetzt muss ich mich doch wieder melden. Und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte mich nicht bei dir melden müssen. Aber das ist wie immer. Ja, kleines Leid. Die Lampe, die muss jetzt erstmal hier im Keller irgendwo hin. Ja, da sind wir schon wieder beim Thema. Ich werde wieder zugemüllt hier im Keller, obwohl das ja noch gar nicht richtig angefangen hat. So, hier habe ich Fotoapparat dran. Ich werde jetzt ein paar Fotos machen hier unten wieder, weil auch der Kram hier, der ganze Techno, wollte ich gerade sagen, Technik-Schrott muss hier verschwinden. Jo, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, auf alle Fälle kommt dann hier wieder ein bisschen mehr Luft rein in die Bude. Das wird ja alles wieder ein bisschen aufgelockert und frischer. Freue ich mich schon drauf. So. Ein schönes altes Bild, total eingestaubt. Das muss ich erstmal eigentlich, müsste ich das eigentlich erstmal sauer machen. Hermann Gräfin. Ja, also wie gesagt, da braucht er jetzt nicht bei zugucken. Ich mache jetzt hier ein paar Fotos für meinen Katalog sozusagen, also das, was ich mir dann zu Hause auf dem Computer ziehe und dann nach und nach mal so verwerte oder wenn jemand fragt, sage ich, hier habe ich nur da und dann, wenn ich ein Foto gemacht habe, dann kommen die Sachen erstmal in die Garage weg, raus hier aus dem Ding und das war's. Ne? Ich möchte dann hier nicht mehr sehen. Und hier sind die ganzen Aufkleber von den Stühlen, da bin ich auch froh, die Stühle sind erledigt, das Thema ist durch, ich habe meine 6 plus ein für Anouk plus 2 in meinem Arbeitsplatz und das war's. Morgen. Es geht weiter hier. Lust dir treiben. Weiter. Mülltüten brauche ich noch. Okay, das ist
Mann. So, heute beginne ich hier mit dem Umbau, Aufbau, wie auch immer. Mit dem neuen Gestalten, Neustellen des Ladens. Wo freue ich mich halt. Das ist Wahnsinn. Da wollte ich jetzt aber auch nicht, dass du so lange läufst hier mit so sinnlosen Quatsch, aber naja, das ist gut. Morgen geht's weiter. Im Kampf gegen die Unordnung.